bei mir im Hobbykeller. Um 9, ne? Und haben uns gedacht, nach dem Aufbauen schieben wir gleich nochmal eine Runde Kill Team hinterher. Episode 2, ne? Ja, wir probieren es nochmal. Wir probieren es jetzt mal mit besseren Lichtverhältnissen und neuen Armeen. Und neuem Gelände. Und neuem Gelände, ne? Vielen Dank hier nochmal an die Geländefabrik. Grüße gehen raus. Super sexy. Mit Licht und allem. Und ja, erzähl doch mal, was machen wir hier heute? Wir beide spielen heute Sweep and Clear, eine ganz normale Matchplay-Mission. Letztendlich gehen wir uns auf die Umme, bis einer broken ist. Für den Fall der Fälle, dass es sein sollte, endet dann das Spiel entweder nach der vierten Runde auf eine unter 3+, also sprich auf der 3+ geht es weiter, und auf der fünften, ab der fünften würde noch eine 6 mit 4+ gehen. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt das Spiel enden und einer von uns ist broken, hat der andere automatisch gewonnen. Ansonsten gibt es gleich noch 4 Marker auf der Map verteilt, die jeweils 3 Punkte sind. Oh, das werden die hier sein, die nennen wir als Marker. Ja. Genau, wir haben 100 Punkte, wenn wir beide genau auf der Nase. Genau, du hast uns eben mal 2 Listen gemacht, ne? Ja. Das genommen, was hier im Regal gerade schon ausgepackt war. Genau, das, was ich mitgenommen habe. Wir spielen deine Alpha Legion alias, heute kann ich mir mal Space Wolves. Genau. Da vorne ist sein Chef und Blake Guard Veterans Forge Mjölnir. Klassisch skandinavisch. Normal. Man kennt ihn. Ja, dann dein Eliminator hinten links. Das ist der gute Ragnar. Mhm. Der Nahkampfspezialist, in dem Fall Zealot mit dem Sprungmodul als Vanguard Veteran Sergeant mit Klaue und Schild. Ja. Schimpft sich Loki. Und sein Kommenspezialist, der gute Rurik, der hat sich sogar als Incursor seinerseits noch eine Haywire-Mine gegönnt. Ja, weil die Punkte waren drin. Ja, ja, irgendwo fehlte da der Rest zum Auffüllen. Dann haben wir hier das Gebrüder-Trio der Death Guard Company. Das ist Big Papa Nörgler, sprich der Death Shroud Champion, als Oberhaupt der Drillinge. Dann der Plasma Plug Marine, ist der gute Nörglier. Ja, man erkennt die Tendenz. Und ihr Bruder, in dem Fall, also der Plasma-Chef hat sogar noch Demolition bekommen, damit ich plus 1 zu Boon kriege gegen alle, die obscured sind. Jo. Das ist eigentlich ganz nett. Und der kleinste von denen, sprich der Nörgler, der hat nur noch Nahkampf-Spezialist bekommen, sprich Combat plus 1 Attacke im Nahkampf mit seinem kleinen Seuchtschwert. Dann hast du hier so 4. Genau, 4, deren Namen wahrscheinlich nie gewusst wurden oder nicht sagen wir, interessant genug sind, um sie zu merken. Einfach nur 4 Poxwalker, die noch nebenbei ein bisschen Fleisch auf den Tisch bringen. Ja. Ja, 100 Punkte müssen wir beide haben. Genau. Ganz normale Matchplay-Mission. Und dann stellen wir gleich mal noch die Missionsziele. Und kommen danach zurück. Genau. Sehen wir, was ist hier los? Wir haben aufgebaut, ne? Wir haben diese mehr oder weniger Viertel-Deployment. Hier ist mein Gunner mit Plasma-Kanone. Hier haben sich mehr oder weniger 2 Poxwalker hinter der. Hinter den Dingern versteckt. Am Missionsziel. Hier das gleiche. Und dahinter halt noch mein Oberbabbo und sein kleiner Bruder mit der Nahkampf-Spezialisation. Ja. Wenn ich das hier sehe, hast du da deinen Veteranswagen mit Schuhmodul hingehauen. Genau. Dein Sniper ist hier oben, dein Komm-Spezialist innerhalb von 6 Zoll, um ein paar Goodies zu verleihen. Genau. Und dein Nahkampfchef, sprich der Blackguard, ist dort. Genau, der steht dahinter. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Da hinten ist er. Ja, so sieht das aus, ne? Da versteckt er sich. Cool. Ja, dann. Roll off. 2. Vor Initiative. Ich würde anfangen. Mal wieder. weil es sehr viel macht. Okay. Movement machen wir kurz und knackig. Er kriegt ready quasi. Mhm. Und der Rest bewegt sich vorwärts. Da würden wir gleich wiederkommen. Wir sind durch schon, ne? Ich habe hier, also du bist ja nach vorne gekommen. Erzähl mal. Genau. Der ist hierher gerannt, der bleibt hier hinter der Wand. Der ist gerannt, weil er eine Swag offen hat. Ja. Der ist gerannt, ja. Der ist ready. Der ist gerannt und der ist einfach nur vorgegangen. Ja. Ready, ready, gesprungen, ganz normal gegangen und ab geht das. Genau, ich habe die Ini, das heißt meine erste Einheit ready darf schießen. Ja. Der hier schießt einfach Overcharge. Darf ich, du bist der Advent, ne? Ja.
Darf ich den dann doch so hinstellen? Weil dann würde ich ihn auch advancen, sorry. Ich habe nochmal arretiert, also ich bin hier tatsächlich advanced of subjective. So. Genau, richtig. Gut, er möchte gerne über Hits in den Incursor schießen. Ja. Du bist auf jeden Fall verdeckt und über halbe Reichweite. Der hier. Das heißt normalerweise auf die 3. Den da unten. Ja. Lange Reichweite auf die 4. Ja. Und du bist mindestens ein bisschen verdeckt auf die 5. Ja. Okay, wo will er hin? Nein? Das wäre echt traurig. Okay. Das war's da schon, dann darfst du deine nächste Ready-Einheit ziehen. Ja, ich sage hier erstmal das Plus-Hit an, ne? Aber da trifft ihr auf die 2. Genau, aber du hast ja Hit-Modifier wegen Range. Gut, genau. Range vielleicht weniger, aber zumindest wegen Entdeckung. Genau. Er schießt auf den Plasma-Typen. Ja. Auf die 2. Normalerweise, genau. Ja, dann kriegt er minus 1 als plus 1. Genau, und wir müssen mal gucken. Das ist sogar halbe Reichweite, ne? Dann triffst du auf die 2. Einsehen darfst du wieder. Du triffst. Mhm. Mit einer krassen Stärke von 5. Wenn du das normale Rifle genommen hast, oder willst du, welche Round willst du da nehmen? Plus 1 Hit macht dir ja nicht so viel. Genau. Das heißt, du würdest wahrscheinlich genau die normale Sniper-Rifle nehmen, die auch so 2 Schaden macht, ja. Richtig. Dann kommst du bei nur 4. Wegen wieder schon 5. Ja, hat nur 3 gewürfelt. Ja. Könntest du einen CP reholen? Mag ich auch, ja. Mit 9 Würfeln hier bei uns erhältlich. Nein! Weiß immer noch nicht. Nicht. Runter auf 1 CP. Ja, cool. Dann nächste Shooting-Einheit. Er ist Advanced, er hat aber einen Flamer. Mhm. Schießt einfach mal in dein Blade Guard, brauchen wir nicht. Mhm. Mit W6 Schuss. Boah, ich hab 4. W6 gesehen. Dürfte auf die 5 sein. Okay. Zweimal. Aber dürfte alles ohne Pen sein. Ja, die Zweier. Und, du hast eh eine Zweierhose. Mach ich auch. Die stehst du. Cool. Genau. Jo, next one. Mhm. Der hat ein Kommando gegeben, kann er trotzdem schießen? Ja, kann trotzdem schießen. Das ist eine Fähigkeit. Dann schieße ich auf den kleinen Poxy da. Mhm. Der halbe Reichweite wahrscheinlich, ne? Zumindest obscured auf jeden Fall, und wenn ich das mal schauen darf, über halbe, ja. Also auf 4, 5. Trifft nicht. Richtig. Ich habe hier noch einen einzelnen Marine, der schießt auch auf den Cursor. Über halbe Reichweite und verdeckt, ich probiere nochmal eine 5 zu zaubern. Ja. Normaler Bolter auf die 4. Ja, minus nichts aber. Kriegst du 3. Ja. Halt ich. Die springt ganz schön, die Marie. Ja. Ja, dann. War das das, ne? Du warst advanced mit ihm. Ja, genau. Der kann ja auch nur zugucken. Dann ja. War es eine strong erste Runde. Ja. Dann kommen wir zur Initiative, Step. Runde 2. 6. Dann. 5. Darfst du? Ich darf zuerst. Bis gleich. Unbedingt. Der hier fängt an. Gut, der Bakeguard Sergeant möchte meinen Champion chargen. Da würde ich Abwehrfeuer geben. Ja. Wie viel Reichweite hast du mit deinem Flammen? Ja, 7. 6er Charge. Wobei, es könnte ja noch die alte sein. Aber machen wir mal deinen Charge. Für den Fall, die Frage, warte mal, das wird jetzt nicht ganz so unwichtig. Er hat nämlich nur 6 Zoll. Ja. Du brauchst eine was? Das sind. Ich brauche eine 6, aber es sind 6,8 Zoll. Okay, kann ich keiner für vorher geben. Ja, aber ich nehme den Nacken. Ich nehme den Nacken. Okay. Ja. Mann, Reroll, einen hast du bekommen. Ja. Minimales. Minimales. War die Würfel drauf? Ja. Jo. So, dann er hier. Mhm. 9. Mhm. Dann müssen wir weiter weg, oder? 8. Ja, Reroll ist schon vergeben dafür. Gleich, glaube ich. Er muss auch über ihn rüber, ne? Ja, jetzt auf jeden Fall. Das reicht nicht. Okay, dann ist das so. Cool. Wie gesagt, da hast du wieder ready ja, gegeben. Genau. Für beide, okay. Theoretisch. Genau. Das war jetzt der Charge. Dann bin ich mit Bewegung dran und dann kommen wir gleich wieder. Ja. So, Movement Phase, Death Guard durch. Der eine Poxy blieb dort, der andere ist von da nach da gerannt. Der ist ein bisschen vorgerannt. Der Seuchenmarine ist nur vorgegangen und schießt eine Runde. Und der andere Poxy, so ganz leicht dahin zu sehen, ist auch am Missionsziel gegangen. Und mein Plasma Dude macht letztendlich eine Ready Action. Das bedeutet, du hast zweimal Ready. Mhm. Das heißt, zumindest einmal Ready fängt an. Ich habe die Initiative, ja. Genau. Er schießt auf den Plasma dort wieder. Probier's mal. Auf die 2 ein. Richtig. Trifft. Das ist 6. Ja. Auf die 4, ne? Richtig. Das ist 6. Das ist auf jeden Fall eine Mortal Wound. Dann eine Mortal Wound einfach. Ne? Mhm. Ich muss erstmal safen, glaube ich. Ja. Ich muss einmal ganz kurz schauen, was ich dagegen habe, weil die ja noch die alten Regeln haben.
So, er hat eine Damage 2 Charakteristik. Erstmal muss ich den Save schaffen. So, der ist mit minus 2 auf 5 plus. Den schaffe ich nicht, also kommt er so oder so durch. Das heißt, es ist fast egal, weil die Mortal Wound ja auch durchgekommen wäre. Dann darfst du. Ne, ich darf. Erstmal Pheno Pain, immer noch das alte Pheno Pain. Erstmal die 2 Schaden, die ich so kriegen würde. Kriege ich auch. Dann ist der Pheno Pain für die Dings eigentlich egal. Dann machst du auf jeden Fall mit zwei, einer 2-Schadenswaffe 2 Würfe. Auf die 4 plus, aber auf die 5, weil ich noch verdeckt bin. Okay. Dann kriege ich eine Fleischwunde. Und nochmal gut. Ja, die Mortal Wound war ja implizit. Also okay. Du hättest mich ja so oder so irgendwie Okay. verwunden dürfen. Das heißt, mein nächster Typ ist er. Er zielt. Trifft jetzt schlechter, glaube ich, ne? Oder fehlt. Genau. Aber er hat Transhuman, ähnlich wie du. Und die erste Flashrunde beim Hit ignoriere ich. Okay. Dann würde er jetzt mal das Ziel wechseln und auf den da hinten schießen. Überhitzt. Trifft? Nee, Nee, du du bist bist ja. verdeckt. Du bist verdeckt und Dings. Ich nehme einfach. Das muss ich Ne. dafür auch filmen. Das war eine 4 Damage. übrigens. Das reicht nicht. Brauche eine 5. Nee, will ich nicht reholen. Ich bleibe bei meinen 3 CP erstmal. Dann schieße ich auf den kleinen Boxhocker hier unten mit ihm, Genau, auf ihn. mit dem Cursor. Hier. Genau. Ist das eigentlich Rapid Fire? Hatte ich jetzt nicht 2 Schuss? Mein Gott. Eine 4. Auf der Reihe du bist ja stehen geblieben. Ja, hast Ja, du. genau. Also noch einer. Ja. 5, die 6 reicht, die 4 nicht, weil du hast lange Reichweite und verdeckt. Das ist lang, okay. Ich habe ihn nur einen Zoll Aber weiter gewusst. 4? Ne, lange Reichweite ist auf Aber 4 er und trifft. Ist er verdeckt. nicht Schütze? Ah, ne, das Ne, war er erstes so. nicht, Okay, das ist nur alles dein klar. Scharfschütze. Jo. Das reicht. Ich würfel mal. Das reicht nicht, dann darfst du einen Verwundungswurf machen. Aber mit minus 1. Das 5 ist reicht, okay. 5 reicht. Da ist er gone. Ja, das war Dann, hier auf ihn. genau, dann haben wir nur noch Nahkämpfer. Nahkämpfe Ja. und du wirst wohl anfangen. Ich habe irgendwie plus eine Attacke, glaube ich, weil ich Space Wolf bin, ne? Space Wolf gibt dir plus 1 zu Hit. Und er ist nur dein Chef. Das heißt, er hat ganz normal 4 Attacken mit seinem Mastercrafted Schwert. Oh Immer ein ja, Typ. da sieht man ja, ich Ja. würfel da gleich. So, das heißt, sein Veteran smartschend in Form eines Blade Guards in mein Deathrod Champion. 4 Attackenwaffe. 4 Attacken. Ja. Was hat ein Spaceless nochmal? Plus 1 zu Hit. Okay, also treffe ich auf die 2. alle. Okay, cool. Stärke 6, glaube ich, ne? Du hast mit plus 2, ja. Nee, du hast mit plus 1, Stärke 5. Und Ja, ich habe das wieder war ja schon 5, also auf die 4 dann plus. dreimal. Okay. Habe ich 3 Safe, 4 Retter für das Shroud. Okay. Bei uns erhältlich. Alles klar. Dann würde ich gerne zurückkommen, weil es ja letztendlich der einzige Nahkampf ist. Ja. Er hat auch 4 Attacken. Trifft auf die 3. Und hat plus 3 Stärke, also Stärke 8. Das ist halt noch altes Profil, also ihr Aber dürft ich das habe nicht verwechseln. Transhuman, oder? Ja, du hast Transhuman im Sinne von, du ignorierst die erste Runde, also wie ich, dein Beschuss. Die Regeln sind dann alle etwas anders, nicht zu Genau. vergleichen, nicht ganz zu vergleichen mit 40k, aber nichtsdestotrotz, ich treffe auf die 3. Ich nutze ein CP-Reroll, weil ich habe diese Runde auch keinen benutzt. Schon besser. Dann habe ich Stärke 8 gegen deinen Widerstand 4 auf die 2 und weil es Plague bleiben ist, darf ich eins wiederholen. Die probiere ich nochmal. Dann hättest du jetzt 2 Saves. Mit minus 3 und D3 Schaden jeweils. Einer geht durch. Müsst ihr Ich den rerollen? glaube, ich muss den rerunnen. Halte ich. Dann bist du runter auf 1 CP. Ja. Ja, ich noch 2. Dann haben wir uns beide keinen Schaden gemacht. Ja. Und gehen rüber in Runde 3 mit dem Inni-Wurf. Machen wir mal kurz hier. Eine gute. Mayan! Kann ich Gegen besser. 11. Ja, dann gehen wir wohl in die Prio-Phase der Blackie. Space Wolves. Ja, genau. Das Bis gleich. Würfen. Nö, also ich mach Set ready, set ready. Da kann ich ja nichts machen, da ist gleich, weil ich Erster bin dran, ne? Naja, du fängst da ja an und ich könnte da rocken. Für 2 CP. Ja. Ja, ich charge hier. Das soll 3. Oder 5. Ja, dann war das meine Bewegung. Dann kommen wir zu deiner Bewegung. Jo, set ready ist klar. Der Typ möchte gerne hier mit reinschalten. Das macht er Sieben, wohl. genau. Und der Proxy möchte auch damit reinschalten. Ja. Und das war's. Ja, dann schießen wir mal, Dann ne? deine Schussphase, dein erstes Ready-Modell zuerst. Ja, ich schieße oben auf den Plasma-Typen. Jo. 4 reicht. Reicht? Kannst du noch eine 4?
Wieder in dem Ort gewohnt, alles klar, okay. Cool. Das ist der beste Sniper ever. Ich probiere erstmal auf Exodus eine, heißt auf eine 5 zu safen. Nee. Nein, natürlich nicht. Dann mache ich mal 3 Fino Pains, weil du hast macht 2 Schaden und eine Mal Wound. Mhm. Nee. Okay. Dann hast du eine 2 Schadenwaffe durchgebracht, same Spiel. Die 5 müsste auf jeden Fall reichen. Ist er weg. Ist er down! Also das ist eigentlich der Alpha Legionär Exodus, ganz berühmter Sniper aus der Horus Heresy. Man kennt ihn. Dann ist auch bei mir nichts mehr mit Schießen. Cool. Wobei doch, ich darf mit der Pistole da reinschießen. Oh, ich auch. Ja. Dann bin ich erstmal. Nee, dann war es ja Prio, dann darfst du zuerst. Nö, ich glaube nicht auf die 2. Dann mache ich mal mit ihm 2 Schuss. Doch, also. Der ist der Flamer-Waffe, ne? Nö. Das reicht nicht, nein? Und ich glaube, er ist gechargt, er darf halt nicht. Ja. Okay. Nackenpe. Ja, dann du hast dann den Charge zuerst. Was hat der nochmal? Der hatte, wenn er Charge, also Zealot, sprich plus 1 Attacke und plus 1 Stärke. Er hat 2 Baseline? Er hat 3 Baseline, weil du den Sergeant genommen hast. Mhm. Und von der Klaue? Kriegst du plus 1. Und dann nochmal eine für? Für Zealot. Ja, und Spaces macht plus 1 zu Hit, das heißt, er trifft auf die 2. Richtig. Und wiederholt die 1. Ich wollte die Einsen. Weil der Captain da nicht steht. Ist ja nur Zeichen. Aber das ist okay, mit unseren neuen Würfeln ist das gar kein Problem. Ja, okay. Du hast Stärke 4, ich hab wieder Stärke. Nee, ich hab plus 1 Stärke. Ja, du hast Stärke 5, ändert aber nichts an der Tatsache, dass du mich auf 3 verwundest. Und alles wiederhole, glaube ich. Alles auch in diesem Spiel. Ja. Unsere Würfel sind erhältlich bei. Okay, oder auch nicht. 3-mal minus genug, aber es ist noch ein Schaden. Jemals, das heißt, ich habe 5-mal 4 Pain. Den ich nicht schaffe. Das heißt, du machst, es kommt ein Schaden durch, also. Nee, 2. Ja, aber es ist eine Einschadenswaffe, also, ja, okay. Deswegen darfst du mich holen auf 4 plus. Da habe ich hier nicht für jede durchgegangene Dings. Ich meine, ich schau gerne nochmal rein, aber ich bin mir eigentlich sicher. Ich würde mal pro Forma nochmal, ob es einen Unterschied macht. Ja, wird einen Unterschied machen. Wir checken das, nur für euch. Soll das nochmal kurz sein? Also, wenn wir das jetzt auch so richtig verstanden haben, dann kann man uns gerne mal wieder korrigieren. Aber wir haben das so verstanden, in der Theorie würde man ja die ganze Wunde einzeln abwürfeln, weil es steht explizit drin, sobald ein Modell durch eine Attacke auf 0 reduziert wurde, verfällt quasi jeglicher weitere Schaden und man geht in den Injury Step über. Und dort würfelt man halt eine Anzahl an Würfel, die der Damage-Charakteristik der Waffe entsprechen. Also wenn du nur einen Schaden machst, dann würfelst du einmal, wenn du 2 oder 3 Schaden machst, in dem Fall 2 oder 3 Mal für den Injury Roll. Yes. Das heißt, du hast eine einfache Klaue, mit einer Attacke, die mich mehrfach verwundet hat, aber letztendlich nur mit der ersten theoretisch mich auf 0 reduziert hat. Und deswegen hättest du einmal würfeln dürfen und das hat halt nicht gereicht. Deswegen hat er jetzt erstmal eine Flash Wound. Okay. So haben wir es verstanden. Bitte korrigiert uns, weil wir, wie gesagt, nicht unser Augenmerk momentan auf Killteam legen können, aber es gerne weiter verfolgen. Aber wir lernen halt auch noch dazu und es ist definitiv nicht unser Best Knowledge hier wahrscheinlich. Deswegen okay. Korrigiert uns bei allem, was wir potenziell falsch machen, damit wir in den darauffolgenden Spielen das nicht machen können. Ja. In dem Zusammenhang hat er seine Attacken abgehandelt, jetzt kommen meine Charges. Dann schauen wir mal, was mein krasser Champion kann. Er hat letztendlich nur ein Schwert, das ist aber nicht so wild. Jetzt muss man kurz gucken, was er hat. Und zwar hat er letztendlich 2 Attacken im Profil, plus eine, weil er ein Expert Fighter ist. Und das war's auch schon. Ja. Ich würde einfach mal hier so würfeln. Ich treffe auf 3. Aber das ist der Champion, oder? Das ist okay, der jetzt okay, hier rein. Weil Charge ist ja immer noch vor. Okay, cool. Und das verwunde ich dich letztlich mit Stärke 4 auf die 4. Dürfte aber 1 wiederholen wegen Gift. Einmal darf ich Gift wiederholen. Dann verwunde ich dich einmal mit minus nichts. Halt ich. Kann er. Dann bin ich dran. Nee, das ist immer noch Charging-Modelle. Mhm. Ich habe noch meinen kleinen Foxwalker, der jetzt richtig was reißen wird. 2 Attacken im Profil. Trifft auf die 5. Aha. Verwundet mit Stärke 3 auf die 5. Na gut, dann nicht. Jetzt darfst du bitte. 4 war das, ne? Nee. Genau, du hast jetzt 4 Attacken mit den Haien, aber auf wen möchtest du schlagen? Ja, auf deinen Boss. Auf meinen Boss, okay, dann triffst du wohl alles. Und 4. Du hast noch 2 CP theoretisch. Einen muss ich rollen. Okay. Ja, mach ich. Alles klar. 2-mal. Jo. 4er. Einen muss ich wiederholen. Ich bin CP. Ne? Okay, beide durch. Dann muss ich gleich mal gucken, wie viel Leben hat. Der erste ist quasi viel Pain. Kein. Okay, cool. Und der zweite? Den save ich durch. So, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich die Waffe auf 0 reduziert, habe ich ein Problem.
Er hat nur zwei Wunden. Ja, dann. Dann darfst du mich wohl verwunden mit einer Damage 2 Waffe. Auf 4 plus ist er gone. Kann ich das wiederholen? Ich glaube, das darfst du sogar wiederholen, eins zumindest. Ein oder beide? Ne, ein. Das war so nur ein CP-Wurf. Das ist die 4. Dann wird das wohl reichen. Sehr gut. Geronimo. Das sind drauf. Geht wohl. Ja, dann war damit dann die nächste Runde, ne? Das war dann die dritte Runde, ja, absolut richtig. Ich übergebe mal an. Machen wir nochmal einen Indie-Wurf schnell nebenbei. 4. Okay, schon wieder, rein, ne? Schon wieder meiern? Okay. Ich kann es besser. Ja, das zweite Mal gemeiert. Ja, dann machen wir kurz ein Movement oder willst du irgendwie, da bist du in Charge, da bist du Charge, da bist du wahrscheinlich ready advancen, ansagen. Nee, hier unten will ich advancen mit dem unten. Mit dem, ja, okay. Für 5? Für 5, jawohl. Sollte das fast reichen, um hier raufzukommen? Well, pretty much. Mhm. So, da gehen wir hier hinter. Und wenn der runter geht, kriegt er minus 1, ne? Mhm. Wie viel Zoll Reichweite muss er sein, um seinen Befehl ins, zu geben? Der muss ein 6 Zoll sein. Ja, dann kann ich aber auch. Soll ja auch reichen, eben, ja. Sonst geht der hier aus der Deckung raus, das ist ja eh gerade alles im Nahkampf. Mhm. Ist wirklich egal. So. Kann ich dann nur auf den da hinten schießen? Weil die Marker sind ja unsichtbar für sich. Genau, die werden theoretisch flat. Genau. Ja, alles klar. Dann war das meine Bewegung. Mhm, dann mache ich mal Fold Back. Der geht hier raus. Mhm. So, was ich drehe. Der Zeit geht hier raus. Intervention. Cool. Ja, die Frage ist immer mit dem. Mhm. Der wird auch geschlachtet, wenn es scheiße läuft. Der geht zurück. Okay. So, aber so, dass ich nicht mehr intervenieren kann, so wahrscheinlich. Genau, 13 ist noch drin. Achso, dann muss ich. Wahrscheinlich bist du auch noch drin, also musst du mal gucken. Ja, aber gut, wenn du dahin gehst, ist das ja für mich okay, das ist mir dann egal. Okay. Dann ist Shooting Face, du darfst gleich weitermachen. Ja, er hier schießt auf ihn. Ja, bewegt, lange ist es nicht, aber auf jeden Fall verdeckt. Ja, aber kriegt seinen Befehl natürlich, ne? Jo. Also, auf die 3. Nicht mal mit Befehl? Ah, ne, bei Bewegung. Du kriegst ja minus 2. Okay. Der ist advanced, dann schießt er seine Pistole in den angeschlagenen Poxwalker. Jo. Jo. Cool. Er macht das gleiche hier. Er hat keine Pistole. Dann eine Granate hat er. Ja, das ist schon hier. Ja, auch nicht. Aber trifft trotzdem nicht. Okay, cool. Ja, dann war das meine Phase. Okay. Ich hab nichts. Ja, dann mach ich hier ruhig. Ah, ne, hier ruhig und dann mach ich wann? Jetzt, ne? Ne, ist ja nach dem Charge. Das sieht also. Ich ja vorweg. Okay. Das heißt, vierte Runde. Wir müssen gleich mal gucken. Erstmal gucken, ob es weitergeht. Möchtest du würfeln? Weil du hast gerade den Vorteil. Es geht weiter, das ist schon mal gut. Und dann muss ich gleich mal gucken, weil ich glaube, ich muss einen Nerf-Test machen. Bis gleich. Ja, muss er. Machen muss ich wohl testen. Ich habe noch meinen Champion drauf, das heißt, ich würfle erstmal, ob ich broken bin. Ja, der ist tot, der Champion. Nee, das ist ja auch ein Plug-Champion. Ist okay. Also 8, dann fangen wir an. Okay, broken bin ich zumindest schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Mhm. Das heißt, letztendlich muss ich dann auch keine Shaken-Test, bzw. Broken-Test machen. Mhm. Und bin erstmal gut. Gut. Und dann gehen wir in die fünfte Runde. Ich würfel hier wieder mal Meier. Ich habe nur 7. Das ist krass. Ja, das ist manchmal nicht immer gut. Aber wir schauen mal. Ich überlege mal, was ich mache. Du willst dich gerne chargen, ne? Genau. Ich der hier. Die nicht irgendwas? Haben die nicht so eine Ability oder was nur ein 40k, ne? Nach dem Abwehrfeuer zurückziehen? Nee, du kannst jetzt einmal dich 3 Zoll zurückziehen. Das ist eine deiner Fähigkeiten. Ja. Das kannst du ja als Angriffsreaktion nehmen. Kannst du aber nichts mehr machen. Und nicht schießen, kämpfen, gar nichts. Ach so. Ja, mache ich, ist okay. Das, ja. Würfel ich ja trotzdem? Ne, das wird nicht reichen. Ne, aber ich darf mich ja die Zoll trotzdem bewegen. Ach so, das ist das? Ja, genau. Du kannst dich entscheiden, das zu nutzen. Das heißt, das sind 6, abzüglich 1 Zoll. Mhm. Dann, der ist da, irgendeiner muss ihn abfahren. Der rennt. Mhm. Das ist ein paar. Hier kommen die 6. Dann habe ich hier noch irgendwo 2. Mhm. Und der geht nur so weit zurück, dass er vielleicht nicht sofort gecharged wird. Und das Opferlamm. Charged. Nur lässt sich chargen, glaube ich. Ja. Gehen wir nur hier hin und ein bisschen auseinanderzuziehen, dann 2-2 zum Missionsziel. Und dann musst du dich entscheiden. Ja, ich charge mit dem Blade gerade da rein. Ah ne, Charges kommen nachher Bewegung. Ne? Du
Du bist ja Bewegung. Das war jetzt, ich fange ja mit der Bewegung an. Ja. Jetzt darfst du deine Bewegung machen und dazu gehören auch Charges. Als Alternativ zu Move oder Advance. Ja, der Blade Guard chargt in das Opferlamm rein. Macht er. Wiederhol. Zack. Der hier macht, glaube ich, mal einfach einen 12-Zoll-Move. Okay. Er macht Set. Ready? Ja. So, du kannst auch gleich anfangen, weil der ja. Einzige ist, der irgendwas machen kann. Stimmt, also hätte ich gar nicht Set Ready machen müssen, ne? Hätte ich auch bewegen können und dann schießen können, ne? Ja, theoretisch schon. Die Frage ist, wo du hin willst. Er kann nicht, ne? Ne, er hat ja Rückzug gemacht. Ja. Ich schieße auf den Boxfucker. Ja, zwei Schuss, kurz aufhören. Jo. Jo, kann ich 5 machen diesmal? Kann ich immer noch nicht. Dann verwundere ich mal. Sogar flat. Weil ich nicht in Deckung stehe. Okay. Ist er wohl tot? Ja. Jede Wunde kam es jetzt durch. Ist okay, läuft ganz gut bei dir, würde ich meinen. Ja, ich kann mich nicht mehr. Ich würde die schwarzen Würfel beim Kopf empfehlen. Ja. ja, das war's dann schon. Ja. No, ich habe eine Granate da oben. Das hast du auf jeden Fall noch, ja? Oh. Ah. Er trifft? Ja. Kann ich nochmal? Nein. Kann ich wiederholen? Ja. Okay. Ja? Ja. Ich würfe mal. Ich glaube, die hat minus 2, die hat. Ja, klar. Kommt durch. Der D3, ne? Ja. Der ist kippt, wenn ich sagen würde. Ja, ist sogar. Sag mal. 2? Ja. 2 mal 4 Pain? Nein, ja, natürlich nicht. Dann darfst du würfeln. 2, ne? Ja. Okay. Cool. Easy. Ja, dann der Blade Guard kämpft. Ja, ist ein Charge. 4. Auf die 2. Okay. Auf die 3. Okay. Die schwarze Würfel. Okay. Erster? Das, ja, kann erster. Okay. Das ist okay. Ja, so. Zweiter? Okay, einer kommt durch. Zwei, das ist egal. Durch. Also zwei kommt durch. Also kannst du mit 2. Ja. Auch tot, okay. Krass. Schlachter. Ja. Ja. Ja, ich würfel mal, ob die Runde weitergeht. Es muss vielleicht auch. Geht zum Glück nicht weiter. Aber es ist egal, weil du hältst letztendlich 3 Marker. Ja. Der ist im Leere umkämpft. Unabhängig davon, dass ich wahrscheinlich jetzt hätte testen müssen für Broken. Ich habe immer noch 9. Okay, ich auf jeden Fall Broken, hau ich ab. Ich weiß gar nicht. Ja, okay. Natürlich. Gut. Die Death Guard hat heute anscheinend gar keine Lust. Das war ein kleines, dezentes Massaker, würde ich meinen. Ich habe ja nicht mal eine Fleischwunde gemacht. Nee, also, das irgendwie gut. Hat gar nichts funktioniert. Kommst dann mit einem dicken Terminator und lässt sich vom Blade Guard weglutschen. Das war irgendwie ein bisschen traurig. Wobei ja, die Profile halt immer noch neu gegen alt. Ja, also wir haben natürlich jetzt auch ohne Strategamt gespielt, da muss man auch dazu sagen. Ja, also nur die hier mal Reroll und so weiter und so fort. Wir haben uns da noch nicht in die Materie reingefuchst, da kann man bestimmt noch viel, viel mehr rausholen. Ja, okay, keine ja. Frage. Aber ich wollte die Death Card auch mal ausführen. 5er Pheno Pain erscheint natürlich immer noch voll gut. Aber im Nachhinein würde ich jetzt sogar sagen, das ist eher ein Nachteil, weil bei deinen Damage 2 Waffen wäre der minus 1 Damage sogar besser. Ja. Unabhängig von den besseren Profilwerten, sagen wir mal so. Zum Beispiel auf den Waffen. Aber oh gut, also wie gesagt, alles halb so wild. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich jetzt persönlich sagen würde, da lag's noch ein bisschen dran. An den geupdateten Profilwerten hier und da. Aber gut, das ist ja eigentlich halb so wild. Gibt's bestimmt, wird uns auch bestimmt irgendjemand sagen können, ob die irgendwie in der Menu oder so weiter sofort geupdatet wurden. Aber ich finde es für ein kleines Game zwischendurch, gerade bei solchen Gelände, ja. Da macht selbst das abgeschlachtet werden Spaß. Space Wolves haben mir auch richtig gut gefallen. Ne? Das ist richtig ja. Really nice. Ja. Und auch er hier hat einen richtig guten Job gemacht. Ne? Ja, hervorragend seine Scharfschützenposition eingenommen, würde ich meinen. Ja. Oh, ne, im Großen und Ganzen. Also es war witzig. Ich hoffe, ihr hattet trotz des vermeintlich einseitigen Spiels trotzdem so viel Spaß wie wir. Und wie gesagt, auf solch ein Gelände. Vielen Dank nochmal an die Geländefabrik in dem Zusammenhang. Macht das natürlich mega Laune. Ja, auf jeden Fall. So. Na gut. Ja, das war's von uns. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ne? Auf jeden Fall. Tschüss.